So, jetzt ist ja meine Freundin da und wir sind noch mal eine Runde zu der Sommerrodelbahn, weil wir einfach mal gesagt haben, wir fahren noch mal eine Runde. Und dann werde ich das auch noch mal hoffentlich von außen ein bisschen aufnehmen. Dann seht ihr das auch mal von außen, wie das dann aussieht. Boah, Leute, diesmal habe ich wirklich ein bisschen übertrieben. Also gut, dass ich die Kamera nicht mitgenommen habe auf die Fahrt. Ich bin jetzt nur eine Runde gefahren und habe mal Vollgas gegeben und bin dann halt so ein bisschen rausgeschleudert. Ihr seht jetzt gleich nochmal auch ein bisschen eingeblendet meine Verletzung in Anführungsstrichen. Und ja, habe mir das Knie ein bisschen aufgeschabt, den Arm ein bisschen aufgeschabt, weil ich aus der Bahn rausgekippt bin etwas und gegen die Bande gekippt bin. Aber so kann ich jetzt wenigstens schöne Aufnahmen machen von den dreien, die jetzt noch fahren. Und ja, genau, dann könnt ihr das mal von außen sehen. Sind wir hier an so einem Kloster angekommen, an dem Kulturzentrum Kloster Malchow, und das zeige ich euch gleich noch mal ein bisschen. Und wir machen so eine kleine Stadtrundfahrt, Rundgang, wie auch immer, gucken uns das hier alles mal ein bisschen an. Und meine Freundin ist ja jetzt auch da, darauf haben wir extra gewartet, damit wir mit ihr zusammen da durchgehen können und so. Dann schauen wir mal, was wir alles so finden. Alter, wir sind jetzt gerade hier den Turm hochgestratzt von dem Kloster. Das kann man für einen Euro machen. Das ist echt ein gigantischer Ausblick. Also man kann sich hier schön umgucken. Auf der anderen Seite kann man auch noch rausgehen und auf die Seite gucken. Aber hier ist natürlich umso schöner, weil das Wasser hier auf der Seite ist und so. Aber ihr habt ja schon ein paar Bilder gesehen. Ihr könnt das ja selber mal bewerten. So, jetzt sind wir mit der Stadtrundtour quasi durch. Ihr habt ein bisschen was gesehen von der Stadt, von der Drehbrücke noch, von dem Kloster, wo wir waren. Und jetzt haben wir so einen kleinen Trödelmarkt entdeckt. Da gehen wir jetzt mal einmal rüber und dann geht es wieder in diese Badestelle, wo wir gestern auch waren, weil das fanden wir ganz cool. Jetzt ist meine Freundin auch dabei. Und lass uns das da so ein bisschen gut gehen und entspannen noch mal ein bisschen. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen auf dem Campingplatz. Wir grillen eine Runde jetzt. Heute letzter Abend für uns alle. Und vorhin
Ihr habt ja die Drohnenaufnahmen dann gesehen von dem Kloster und da habe ich nochmal richtig geile Aufnahmen gemacht, dachte ich zumindest, und bin auch fast gegen diesen Kirchturm gegengeflogen oder gegen das Kreuz ganz oben. Das war wirklich super knapp. Hab natürlich die GoPro nicht auf Aufnehmen gedrückt. Super hingekriegt auf jeden Fall. Naja, ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und gerne ein Abo dalassen, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut rein!